Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Knut Mattheisen Entertainment. Wie ich schon bereits mehrfach erwähnte, ist auch mein Name Knut Mattheisen, aber ohne Entertainment. Aber das biete ich, beziehungsweise das versuche ich. Wir befinden uns brandaktuell und zu diesem Zeitpunkt in einem Automobilista 2 Video. Und ich hatte es tatsächlich angedroht in meinem letzten A-Factor 2 Video, dass wir die Kombination Long Beach in den USA mit der GT3-Klasse. Ich habe gleich noch die GT4 mit dazu gepackt, damit es nicht so unspannend wird. Ebenfalls mit einem kurzen Rennen hier mal testen werden und so die Eindrücke vergleichen werden. Sprich, wie fährt sich der AMG? Auch das werden wir gerade nochmal in dem Kontext beleuchten. Ist ganz klar. Wir wissen alle. Der A-Factor 2 AMG fährt sich ein bisschen leviert, auch der neue noch, weniger, aber trotzdem immer noch. Den fahren wir auch aktuell, deswegen habe ich auch passenderweise mein Trabant-T-Shirt übergezogen, wo der, das Trabant-Zeichen etwas aussieht wie ein AMG, Mercedes-Stern ist. Wir fahren ebenfalls 7 Runden in der Abenddämmerung bei untergehender Sonne im späten Nachmittag mit dem AMG GT3. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen und deswegen sagen wir let's go und lasst uns starten. Back on track, oder wie ich immer sage, back on track, back track. So ist nochmal so eine Linux-Distribution, die zum... Ihr wisst schon. Jedenfalls, wir befinden uns in einer sehr schönen Elite-Stimmung hier in Long Beach, United States of the Americas. Und wie ich schon angekündigt habe, haben wir den AMG, den Mercedes AMG GT3, uns zur Brust genommen. Und wir machen als Vorbereitung auf das 7 Runden drin, ein kleines Qualifying. Und wir legen direkt los mit unseren 5 Minuten. Das ist ganz klar. Wir zwirbeln die Zündung an, wir treten die Kupplung, machen den Motor an, machen Licht an, machen den Bitlimiter an, legen erst einen Gang rein, gucken Rückspiegel, es kommt was, fahren trotzdem los. Das war aber nochmal gut gegangen. Machen mal die Traktionskontrolle auf. Ah, okay. Mhm. Verstehe. Bevor ich insgesamt zum Eindruck des ganzen Szenarios hier was sage, würde ich ganz gerne erstmal auf meine schnelle Runde gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn ich kenne mich, ich vergeig's mal wieder vor lauter Laber. Ei. Da habe ich aber hier ein Maschinengewehr im Heck sitzen, was auch ein bisschen fürs Untersteuern verantwortlich ist anscheinend. Wir beobachten das. Also auf geht's auf die schnelle Runde, die fliegende Runde der Lap. Wie man da vorne eins früher gesagt hat oder so. Jedenfalls hier geht die Sonne tatsächlich schon unter im schönen Long Beach. Wir bremsen bei 300 an und merken, es ist einfach komplett zu, wirklich einfach nur verdaddelt, einfach zu spät. Wir gucken auf die Uhr und denken, okay, es passt noch, legen den Rückwärtsgang rein. Ich kann mich erinnern, dass das in A-Factor 2 genauso passiert ist. Muss die Kupplung treten manchmal. Dann würde ich mal hoffen, dass ich noch einmal rumkomme. Also wir sind dann doch nicht auf unserer Flying Lap wie angekündigt. Aber wenigstens passt das Auto, die Marke, die Farbe des Autos und mein T-Shirt. Ist doch schon mal was. Ne? Ist doch schon mal so ein 25% Miete. Viertel hätte man noch sagen können, aber... Wir befinden uns, wie gesagt, hier in der Abenddämmerung beim Sonnenuntergang in Long Beach mit dem GT3-Feld und dem GT4-Feld. Mit einer also schönen bunten Vielfalt von tollen Autos.
und tollen Lackierungen. Alter Schwede, hat der schon immer so untersteuert, der Benz? Ist ja geil. Da schiebt ein M4 anscheinend ein Nissan an. So, wir kommen jetzt tatsächlich noch einmal rum. Wir machen das Licht wieder an. Es ist keine große Überraschung, dass ich derzeit noch Letzter bin. Ich muss mal ganz auch schon während der Qualifying-Aufregung sagen, auch wenn es jetzt wirklich absolutes Standard-Setup ist und man hier sicherlich ganz, ganz viel noch rausholen kann, was so ein bisschen so, ich sag mal, Smoothness anbetrifft, ja. Also weder der Nissan noch ich werden hier die Pole Position erringen. Auf geht's. Noch 26 Sekunden. Ich kriege noch einen Umlauf, kriege ich noch. Petri. Oh, schon wieder eine ja. Da habe ich gecuttet. Das passiert mir in Long Beach offensichtlich öfter. Da war es zuletzt der Alex Rohnthaler, Rennkommissar, sondern der Rennkommissar, der mich dann im YouTube-Video freundlicherweise darauf hingewiesen hat, wo mein Fehler war. Das war mir während des Rennens und der Fahrt tatsächlich nicht bewusst. Und zwar auch aus meiner Sicht im Replay eine ganz knappe Geschichte. Aber ja, gecuttet ist gecuttet und da muss man entsprechend die Strafe absitzen. Also wo sind wir? Wir sind auf P4. Okay, die rollen jetzt alle nochmal übers Ziel drüber. Das wird mir sicherlich nur mal ein bisschen nach hinten spülen. Ist aber nicht schlimm. Wir wollen uns ja nur mal die Performance des AMS-2-Szenarios angucken. Was kann die Grafik? Was machen die KI-Gegner? Wie fährt Knut? Nee, da achtet man nicht drauf. Wie lässt sich der Benz fahren im Gegensatz zum A-Factor 2-Benz? Das soll es gewesen sein vom Qualifying. Position 4 angeblich. Und dann sehen wir uns gleich im 7-Runden-Rennen, wenn es heißt, die Sonne geht unter. Oh ja. Okay, es passiert. Er zieht sich Handschuhe an. Warum er das tut, er weiß es nicht. Er denkt, er wird dadurch schneller. Aber es ist ein Irrtum, ein Trugschluss, eine sogenannte Fehlentscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ob ich das im Video zeige, weiß ich nicht. Aber wir fangen gleich rein. So, ihr Zuschauer da draußen an den Weltempfängern. Es geht los. Man sieht es schon so ein ganz kleines bisschen. Es ist dunkel. Die Fahrzeuge haben Licht an. Sie sind entsprechend ihrer Qualifikationsplatzierung im Grid aufgestellt. Vorne GT3, hinten GT4. Wäre natürlich anders, wenn ich GT4 fahren würde. Dann würde ich natürlich mit GT4 vorne. Ist Quatsch. Aber wir legen los. Und wir starten, wie gesagt, von E4 im AMG GT3. Und ja, ich bin gespannt. Die AMGs scheinen hier gut zu sein. Zwei Stück auf 1-2, dann ein M6, dann wieder zwei AMGs. Hier scheint der Benz ganz gut zurechtzukommen. Glück! Okay, Knut, get ready. Und los! Wer hat denn schon wieder die Traktionskontrolle auf 11.30 gestellt? Ist ja schön, dass ich jetzt noch ein paar Plätze... Achso. Bin jetzt schon total angetan von der Grafik einfach. Sieht so geil aus. Sieht einfach so geil aus. Okay,
Oh, da ist schon eine ordentliche Lücke aufgerissen. Aber ich bin leider ein bisschen am Staunen hier, wie schön das aussieht. Ich hätte einfach mal meine Hinterachse ein bisschen weicher machen können, oder? Vielleicht auch das ganze Fahrwerk einfach nur. Was macht denn der hier für eine Linie? Das war ein Schild zu spät. Ich schieb's auf die Dunkelheit. Ihr habt es nicht gesehen, sage der Wirt mal. So, wir haben uns jetzt wieder rangerobbt auf unsere alte Startposition P4. Haben den AMG hinter uns gelassen und sind jetzt im. Oh, ich muss das leider das Riesenrad gerade bestaunen. Sind jetzt hier im Heck des M6. Oh, Schütze. Jetzt kommt der Alex wieder. Also immer wenn ich jetzt hier in Long Beach an Track Limits erinnert werde oder beziehungsweise Track Limits verletze, werde ich an Alex Rontaler erinnert. Warum drückt denn der hier so? Was haben die denn für ein Setup? Da stand auf jeden Fall, glaube ich, ein Macker in der Ecke, in der Wand. Bei dem Kreisel. Ultra loose der Benz. Aber tatsächlich, also, oh, ich mag diese Abenddämmerungslichtstimmung. Kann AC auch sehr gut mit allen möglichen Features, Custom Shader Patch und so weiter und so fort, aber RMS2 macht es halt einfach mal eben easy peasy out of the box. Wie Herr Mattheisen das Rausbeschleunigen nicht out of the box beherrscht. Ich hatte mir eigentlich so ganz insgeheim vorgestellt, wir sind jetzt auf Runde 3 schon, dass die Anzahl der Runden reicht, um so ne, wenigstens. Fuck, wo ist. Wo genau verletzt sich das Track Limit? Reifentemperatur sehen noch gut aus. Auto kommt mir ein bisschen glitschiger vor als die Runde zuvor. Ich stelle mir jetzt tatsächlich mal die Traction Control auf 2. Dieses, oh, man hört den BMW. Diese Downshift-Platzer, nenne ich sie mal. Dieses, das ist der M6 hier. Das ist der M6 vor uns. Der BMW hier. Früher, als wir Kinder waren, haben wir immer gesagt, BMW heißt Brett mit Warzen. Herzlich willkommen im Niveau des Herrn Mattheisen. Also, wenn ich jetzt einen Track damit kriege. Okay, irgendwas habe ich jetzt richtiger gemacht als vorher. Nicht viel, aber ein bisschen. Das kannst du mal dem M6-Fahrer ausrichten. Der sollte nämlich langsam Angst kriegen, wenn ich hier Bump drafte. Also Lichtstimmung hier, Long Beach AMS2. Oh, Alter. Und vor allem top. Also Max FPS. Komplett ausgemaxt. So, nur ganz nebenbei, ne? Wenn du dich ein bisschen über AMS2 freust, machst du zwei Plätze auf der Geraden gut. Ist so. Oh. Das war ein bisschen. Ja. Mhm. Wir sind auf P2, möchte ich meinen. Und haben unseren Markenkollegen jetzt auch hinter uns gelassen. Runde 5 von 7. Und der Manfred Benz, der unser
ärgster Gegner ist. Schon wieder zu spät gebremst anscheinend nicht. Ist ein ganzes Stück vor uns hier. Opa! Okay, okay. Also vom reinen Race Fun-Faktor, also diese Mischung zwischen, wie viel Spaß hast du eigentlich beim Racen gerade? Ich scheine hier, ja gut, was die KI-Stärke betrifft, vielleicht ein bisschen zu leicht eingestellt zu haben. Allerdings, ich fahre auch nicht irgendwie Competition, möchte euch hier nur zeigen, wie es aussieht. Und dafür habe ich es ganz gut getroffen, möchte ich meinen. Und ich wollte gerade auf den Fun-Faktor hinaus während des Racens. Und der ist bei mir gerade maximal groß. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Ich habe heute ein Video gesehen vom Mavix. Wer ist eigentlich Mavix? Der Rennsport getestet hat. Und der hat gesagt, auch ein Kriterium für ihn, wie gut ein Spiel, Simulation, eine Software ist, ist wichtig ist doch, wie viel Spaß haben wir beim Rennenfahren. Also wie viel Simulation muss jetzt stringent sein oder wie ist denn das Verhältnis zwischen Simulation und Spaß? Natürlich darf es nicht zu, ja, ich sag jetzt mal, gamey, arcade-lastig sein, aber ich sag's mal so, ja. Ebenfalls den Tag vom Dave Gaming, auch Grüße an den Dave, der hat AMS2 getestet, GT3 auf Hockenheim. Und der hat es aus meiner Sicht, und das fühle ich genau so, richtig beschrieben, denn er sagte, AMS2 ist für ihn, also die Autos lassen sich recht drifty fahren. Und das ist schon immer mein Eindruck bei AMS2. Das bedeutet nichts Schlechtes, aber es ist halt ein kompletter Unterschied zu ja, zum Beispiel R-Factor 2. Und ich mag dieses Direkte. Was ich mir einbilde zu merken bei R-Factor 2, ein ganz kleines bisschen besser. Aber du hast halt bei diesem Drifty-Verhalten, sag ich mal, natürlich auch mehr Spielraum gewissermaßen, um hier das Auto noch entsprechend zu retten oder in die Maximum Bereiche zu treiben, und alles hat sein Für und Wider. Ich bin hellauf begeistert. Alle Sims sind bei mir herzlich willkommen. Rennsport wird es genauso sein wie AMS2, wie R-Factor 2, wie Race Room und auch wie AC. Warum hat er jetzt nicht ACC gesagt? Ich kann es euch sagen, weil ACC für mich so der Inbegriff der Competition ist. Und Competition ist gleich für Knut nicht wirklich Fun. Also nicht wirklich Race Fun. Das hat immer ein bisschen was mit Zwang und mit Anstrengen zu tun. Und da finde ich meine Erfüllung nicht. Ne? Also ACC ist dennoch eine saugeile Simulation. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, GT und Competition, dann ist man mit ACC sehr geil bedient. Wir sind jetzt aber hier in AMS2 und müssen AMS2 ob der perfekten Grafik, Optik und Performance huldigen. Auch die KI hat super mitgespielt. Absolut leckeres Bild, schönes Force-Feedback, schöne Physikumsetzung. Ich liebe AMS2 nach wie vor. Guckt euch bitte dieses Riesenrad und die Streckenbeleuchtung an. Unfassbar hübsch. Sound des AMGs, ultra lecker. I entsprechend like it. Und ich genieße die Cooldown-Lab noch ein bisschen hinter meinem Markenkollegen Mannfilter AMG. Und ja, bald wird es mal wieder Zeit, merke ich, mit dem GT3 mal auf die Nordschleife zu gehen. Wird Zeit, dass eine VLN-Serie für AMS2 etabliert wird. Am besten auch mit GT3, GT4, meinetwegen GTE, aber Vorliebe liegt hier bei mir auf Classics. Ich würde ganz gerne mit dem RSR74 oder dem M1 oder anderen Classics, vielleicht noch langsameren Dot, VLN mit Düsen. Da eignet sich AMS2 natürlich super für.
Also jetzt rein aus dem Angebot der Autos und der Grafikmöglichkeiten etc. So, meine Lieben, das war dieses klitzekleine, ich sag mal, 7-Runden-Rennen. Wir knallen den Pitlimit da rein, gehen zurück in die Box mit unserem Benz. Und da bin ich doch recht happy, dass das so gut geklappt hat. Da muss man ja, also da muss man ja jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, ne, bei diesem Bild. Also, so. Wenn ihr nochmal kurz Richtung Riesenrad schaut, ja. Was sieht das, also Wahnsinn. Richtig toll. Also AMS 2. Eine Sache, die der Dave tatsächlich fälschlicherweise erwähnt hat, Thilo Bernd ist auch lustig, der Dave Gaming erwähnt hat im AMS 2 Video, dort gibt es meines Erachtens, also gerade die brasilianischen Fahrzeuge sind meines Wissens nach keine Fantasiefahrzeuge. Ich glaube sogar, dass es dort überhaupt keine Fantasiefahrzeuge gibt, dass jedes Fahrzeug, was in AMS 2 zu finden ist, in der Realität existiert. Und ebenfalls, wenn man so AMS 2 betrachtet, sollte man tatsächlich nochmal erwähnen, dass AMS 2, brasilianisches Entwicklerstudio, ist ganz klar, sehr viele Perlen von super tollen Rennstrecken allein aus Brasilien respektive Südamerika hat. Und wir verfatzen uns mal rasch ins Fazit, wenn ich jetzt nicht schon hier zu viel gesagt habe. Was gibt's zu sagen? Es gibt zu sagen, geil. Geil und aber auch ein bisschen geil. Denn AMS 2 Gesamtpaket macht sehr, sehr viel gut. Der AMG fährt sich halt auch wie ein Auto. Wow. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal wieder Automobilista gezeigt habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt hier, wenn ich AMG in AMS 2 fahre. AM passt ja schon mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen da. Kostet nichts. Auch ein Abo kostet nichts. Also, falls noch nicht durchgeführt, den Abo-Button einfach mal klicken. Ich freue mich übrigens sehr über die 500er-Marke und so kann es weitergehen. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Rennen, wenn es wieder heißt. Was hat er sich denn jetzt schon wieder überlegt dafür? Ja, sagen wir mal. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.